So, nochmal einen Schluck trinken. Was? Beziehung minus 5, wieso? Wer bist du überhaupt? Ach so, weil der Auftrag schief. Ja, ich kann halt noch keine Kupferplatten machen. Das hätte ich vielleicht nicht annehmen sollen. Moment. Mein Kaffee ist mittlerweile kalt, aber macht gar nichts. Das macht gar nichts. Er wird trotzdem getrunken, wird nicht verschwendet. So. Hi. So you're the new builder in town. I heard you're from Barnarok. It's a lot more humid here in Portia. Have you got used to the humidity here? Health is the most important thing in life, right? Don't wait until you're sick to do something about it. A seaside proverb says prevention is the best cure. Don't you agree? Ja, klar, das stimmt schon. But still, eat some healthy foods. Good for the body, good for the mind. Try using milk, golden salmon, and salt to make the creamy salmon stew. It's a local stew. I personally find it very healthy. Okay, wartet mal, das schreibe ich mir mal lieber auf. Weil, ich habe nämlich jedes Mal die Rezepte vergessen, wie was funktioniert hat. Und das Problem dabei ist, die sagen dir das nicht immer. Das musst du irgendwann. Das muss man sich irgendwie merken hier in diesem Spiel. Das ist das Blöde da dran. Deswegen schreibe ich mir das jetzt mal ganz schnell auf. Hier irgendwo in der Pampa. Ich nehme jetzt einfach mal meinen alten Kalender, den ich hier liegen habe. Notizbuch, da ist nämlich noch so ein Kalender drin von 2015. Ich habe bis jetzt den noch nicht rausgeholt und einen neuen reingemacht. Aber das ist ja scheißegal. Da kann man ja jetzt wunderbar die Rezepte hinschreiben. Also, dann schreibe ich jetzt hier rein, Lachseintopf. Lachseintopf. Da brauche ich Milch. Ja. Goldlachs. Goldlachs. Und Salz. Na, das war's. Genau. Ich frage jetzt trotzdem mal, wie mache ich ihn? Oh, perhaps you don't have any cooking equipment. Talk with the ladies at the research center. They should be able to help you. Alles klar, gut. Dann ist ja die Frage damit jetzt schon beantwortet. Die können Gedanken lesen hier im Spiel, habe ich das Gefühl. Gut, dann schreiben wir hier uns die ganzen Rezepte, die schreiben wir uns auf. Dass ich mir dann schöne Sachen kochen kann, damit ich dann auch immer schön fit bin. Und mir nicht jedes Mal die Ausdauer flöten geht. Wer bist denn du schon wieder? Ach so, die war ja schon mal da. Ich habe schon wieder einen Brief. Geh doch mal weg. Hallo, das ist mein Briefkasten. Beschwert sie sich noch. Wir machen bei der heutigen Versammlung auf dem Beach Plaza eine wichtige Ankündigung. Bitte komm pünktlich um 19 Uhr. Gut, 19 Uhr. Wir haben es jetzt 8 Uhr. Also das heißt, ich muss mir jetzt echt angewöhnen, mal auf die Uhr zu gucken. Ja, ich habe Steinziegel. Sehr schön. So, dann werden wir jetzt erstmal Holz sammeln. Wir gehen auch gar nicht erst so weit weg, damit ich die Versammlung heute nicht verpasse. Das wäre nämlich sehr blöd. Wo ich das früher gespielt hatte, habe ich nämlich ständig vergessen, da unten auf die Uhr zu schauen und habe jedes Mal die Versammlung verpasst. Und da passiert schon manchmal echt was ganz interessante Sachen oder sehr hilfreiche Tipps oder sowas. Es ist eigentlich nicht umsonst, also man sollte da echt schon mitmachen und du bekommst ja natürlich auch mehr Rufpunkte, umso mehr Veranstaltungen du mit teilnimmst, umso mehr Rufpunkte und Freundschaftspunkte bekommst du ja dann auch. Und genau die brauchen wir ja. Gerade wenn wir mal später mit irgendjemand eine Beziehung hier oder sowas mal anfangen wollen oder ein Date oder irgendwas. Das ist schon wichtig. So. Da geht ja nicht, ne? Nee. Okay. So. Läuft ja wie am Schnürchen hier. So. Ein paar Kräuter. Hier liegt noch ein bisschen Holz rum.
Ach hier, das war der, wo der eine Schlag gefehlt hat. So. Ah, jetzt. Gib mir dein Holz. Gib mir dein Holz, dein Holz. La 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 la. Ich nehme den Tieren ihren Lebensraum. Die sind schon knuffig. Ist eigentlich traurig, dass man die immer ständig killen muss. Ich meine, jetzt müssen wir es noch nicht, aber bald. Das dauert schon gar nicht mehr so lange. So. So, dann haben wir ein bisschen Holz gesammelt. 110 Holz. Das ist doch. Das klingt doch herrlich. So. Benzin aufgebraucht. Das macht nichts. Wir können den jetzt volle Pulle auftanken. Er macht noch Steinziegel. Das ist gut. Und hier soll er mal ein paar Kupferbarren machen. Auftanken. 10 Stück bitte. Danke. So. Dann bauen wir uns jetzt erstmal Steinofen, eine Schleifmaschine. Ne, die haben wir schon. Ja, wir bauen uns jetzt eine Schneidemaschine. Genau, die war's. Kupferklinge. Nee, zwei. Zwei brauche ich. Gut. Dann machen wir auch nur zwei erstmal. Umso länger dauert das sonst. So, und Steinziegel brauchen wir auch 5. Mist, wir haben leider nur 4. Habe ich hier noch welchen drin? Ja. Sehr gut. Zack. Und jetzt fehlt nur noch die Klinge. Das ist doch wunderbar. So, hier können die Steine rein. Das hatte ich, glaube ich, alles woanders gehabt, ne? Mal gucken wir mal in die andere Kiste. Yep. Und yep. Und yep. Hier ist das Holz auch drin. Nee, ist nicht drin. Das war das andere. So. Dann machen wir das Holz hier mit rein. Ist ebenfalls. Warte mal, war das nicht auf der anderen Seite auch schon drin? So. Wollen ja mal nicht hier übertreiben. So. Wie schaut's aus? Boah, runter langsam. Dann könnte ich ja die Fische, die ich jetzt habe, eigentlich verkaufen. Kauft das die Oma da drüben vielleicht? Wenn ich sowieso aus diese, ich muss da 100 pro aus diese Datendisk sammeln. Bevor ich hier Kochausrüstung bekomme. Und wer weiß, ob ich die auch gleich jetzt erstes bekomme oder erst irgendwann später. Und solange die Fische mit mir rumschleppen, dann kann ich die auch verkaufen. Ich kann ja jederzeit neue angeln. Ich brauche ja nur Raupen. Also von daher. Machen wir uns mal ein bisschen Geld damit. Hallöchen, Sophie. Wie geht's denn so? So, das gibt schon mal Geld. Ich hätte auch gleich auf alle verkaufen gehen können, ne? So. Oh, 2282. Wahnsinn. Ich würde woanders anscheinend mehr bekommen, aber es ist mir jetzt wurscht. Die 100 Dinger da. So, was hast du denn so Schönes? Was gibt's denn bei dir alles? Salz? Okay, Salz brauchen wir später. Das ist schon mal gut zu wissen. Mehl? Kürbis? Okay. Schichtenkarotte? Zucker. Nicht schlecht, nicht schlecht. Chili-Pfeffer. Übel. Okay. Bekommen wir bei ihr schon mal Gewürze und sowas. Ist gut zu wissen. Ey, Sophie, wie geht's dir denn? Erzähl mir von deinem Sohn. Emily loves my home cooking. Maybe you can come over for dinner sometimes. Ja klar, gerne. Brauch ich nicht zu kochen.
So wunderbar. So. Es müssten ja eigentlich die Kupferdinger, Dingens, Bummens vielleicht sogar schon fertig sein. Man muss mal hoffen. Ups. Wir müssen genau auf die Uhr gucken. 19 Uhr war das, ne? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Bist du fertig? Ach, sehr gut. La. Tada! Da passt er nicht rein, ne? Doch, passt da rein. Ist ja ein Ding. So, was kann der denn so machen? Ah, hier kann der Kupferplatten machen. Okay. Das ist ja schon mal interessant. Gut, das Maschinchen hätten wir all. Es wird langsam eng hier, glaube ich. Montagestation, Textilmaschine. Marmordiele, Marmor, ja, das ist Bronzerohr. Schleifmaschine, okay. Bronzebahn. Kriege ich denn Bronzebahn her? Sind die auch in der einen Ruine oder muss ich dazu in die andere gehen? Alter, da läuft ein Schwein! Was ist da los? Das stimmt hier nicht. Marmordiele. Also ich habe hier schon mal Energiesteine, den werde ich bestimmt auch brauchen. Marmor auch. Auftanken, ja. Volle Pulle bitte. Ich kann nur eine Marmordiele machen. Das ist aber doof. Ja, ich brauche Marmor, Leute. Gebt mir mehr Marmor. Bitte. Sehr schön. Läuft er wie am Schnürchen. Halt. Kann man nur so aufsammeln. Da-da-da-da-da. So. Ah, der geht nicht. Der Stein ist zu hart. Der auch. Der ist viel zu hart. Der Stein ist nämlich härter als der andere Stein. Gucken wir mal, ob der Stein... Okay, der ist nicht so hart. Das ist ein Butterstein. Sehr schön. Der geht auch noch. Ich denke mal, bei diesen Steinen, die mit der Steinaxt nicht gehen, bekomme ich auch bestimmt mehr Marmor raus. Später. Aber der geht. So. Müsste eigentlich schon reichen. Hoffe ich. Ich weiß ja gar nicht, wie viel brauche ich denn überhaupt? Ich glaube, 2 Stück waren es, ne? Oder waren es 4? Ich gucke mal. Ach, ich brauche nur eine. Super. Wozu mache ich mir da so viel Mühe? Okay, dann nehmen nur eine. So. Was muss jetzt noch rein? Ach, Bronze. Ach ja, stimmt. Ja, dann müssen wir dann irgendwann mal nochmal zum Dings gehen. So, die Steine erstmal hier rein und das da rein. Weil es geht bestimmt bald los. Es ist jetzt 1,5 Stunden noch. Sammeln wir auch alles mal auf. Das war bestimmt hier drin, ne? So. Das muss auch wieder zurück, weil das war eine andere Kiste. Jo. So. Ja, gut. Könnten wir eigentlich schon mal so langsam, aber sicher. Hey, wer bist denn du? Komm, wir unterhalten uns. Hiyo! You must be the person the mayor was talking about. I'm kind of simple, but I hope we can be friends. Gut, du siehst irgendwie aus wie so eine Mischung von Tarzan und Mowgli. Aber okay. Jedem seins, ne?
Als ich damals nach Portia kam, fand ich es hier seltsam, aber jetzt fühlt es sich einfach wie zu Hause an. Ja, es ist doch gut, ne? Ich gehe mal lieber, weil ich weiß nämlich nicht, wie spät es ist. Wer geht denn immer an meine Tür? Wer bist denn du? Bist du... Ja, ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Versammlung um 19 Uhr. Erster, ich will ganz vorne sein. Ha. Du hast mich fast getroffen? Ich hab dich getroffen, Junge. Ich hab dich getroffen. Du Lutscher. So. Bin ich mal gespannt, was der jetzt erzählen will gleich. Ah, da fängt aber auch genau Punkt 19 Uhr erst an. Das ist das Problem. So lange müssen wir jetzt warten. Aber es geht ja gleich los, in der Zeit. Trink ich noch ein Schlückchen? Prost alle zusammen. Mal schauen, was jetzt kommt. Good evening, everyone. Aha. We've been having lots of panbat sightings recently. I know they're cute, but still, don't go near them. They're dangerous. I've asked the Civil Corps to try something to scare them off, but I'm not holding up much hope. We all know what a panbat infestation's like. Sometimes I wish we had a tank. In other news, we've decided to proceed with the building of a bridge to Amber Island. A builder has already been picked for this project. Also, we are in preparations for the construction of the DD transportation system. I'll be securing the funding over the coming weeks and pick a builder soon. Any donations are welcome. What? How come I didn't hear about the bridge? When was this? Es geht gar nicht an, du alte Hexe. Oh, now I finally get to fish there. He's asking for money again. Ja, passiert, ne? Finally, we have a new builder in town this week who lives in the old workshop outside the city gate. Let's all give a warm welcome. Das war so klar. Wow. Mann, das war... das war ja total... Mann, sind die... Dreimal geklatscht. Oh, super, jetzt fühle ich mich hier echt willkommen. Das ist ja Wahnsinn. Oh je, oh je. Ach ja. Naja, gut. Das war schön. Ist ja schon wieder duster, Mensch. Was geht denn hier ab? So, wie sieht's denn aus hier? Oh, wird er langsam. Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir einfach mal schon mal schlafen, weil ich würde gern Bronze mir beschaffen. Zack. Und dazu brauchen wir aber volle Energie. Das ist das Problem. Yeah! Irgendwann können wir uns ja dann Gott sei Dank selber was kochen. Hoffen wir's. Kann ich mir jetzt eigentlich eine bessere Spitzhacke irgendwie bauen? Geht das? Natürlich brauche ich da auch Bronze. Und ein Verbesserungsset. Aha. Naja. Ey, was geht? Dava, wer bist du? Wer brauchst denn du jetzt schon wieder? Ach, der hier. Ich bin Dava, der Hüter der Baumschule von Portia. Der letzte Sturm hat einen Teil unserer Zäune weggeweht. Bis das behoben ist, haben wir geschlossen. Also musst du mir helfen, alles so schnell wie möglich zu reparieren. Wir brauchen 5 Holzbretter. Vielen Dank. Okay. Lieber Bürger, der alljährliche Portia-Angeltag findet diesen Freitag und Samstag statt. Wenn du interessiert bist, bring Geduld und eine Angelrute mit und registriere dich. Yeah! Freitag und Samstag. Wir haben heute Montag. Gut. Super. Geiler Scheiß. Holzbretter liefern. Ja, aber erstmal gehen wir zum Dingenskirchen. Dingens. Hey, Presley, was geht? Na? Läuft die Angel? Alles klar damit? Ist gut, ja? Zieht sich die Schnur auch schön? Ich habe keine Ahnung von Angeln sprechen. Oh, gucken wir mal, ob ich hier vielleicht Bronze finde. Ups. Kann ja auch sein, dass es in einer anderen Ruine auch Bronze gibt, aber das ist wahrscheinlich, das glaube ich hier ein bisschen wahrscheinlicher. Ah, ich darf hier noch nicht rein. Okay.
Gut, dann gehen wir halt doch nochmal die andere. Warst du gerade im Busch mit mir? Junge, Junge, du gehst aber ran. Das ist das neue Outfit, oder? Kannst ruhig ehrlich sein. Ich habe mir echt Mühe gegeben bei dem Outfit. So. Bronze brauche ich. Wo finde ich Bronze hier? Bronze. Autsch. Ja, aber. Dung. Ah, ein paar CDs brauchen wir auch noch für die Kochdingsbums. Aber Moment mal, bin ich jetzt eigentlich total bescheuert? Bronze war doch Kupfer. Oh Gott, ich bin so dämlich. Ja, okay, gut, ja. Es tut mir leid, ich bin tatsächlich ein bisschen müde und ich muss dann noch was anderes aufnehmen. Ja, muss aber hier noch genug aufnehmen, weil ich bin nächste Woche nicht da, beziehungsweise wenn die Folge kommt, bin ich wahrscheinlich gar nicht mehr da. Und komme dann erst am nächsten Tag oder danach den Tag wieder. Deswegen mache ich hier erstmal, ne? Muss ich ein bisschen ran, ne? Ich kann nämlich ja auch nur zu bestimmten Zeiten aufnehmen. Ist ja auch wieder das doof. Ich kann ja nicht sagen, ach komm, ich nehme heute mal ein bisschen auf, morgen ein bisschen auf. Nee. Das ist bei mir ein bisschen schwierig gerade. Aber das kriegen wir alles noch hin. Es gibt wirklich Schlimmeres auf der Welt. Also sollte ich damit nicht rumjammern. So. Ich war nämlich die ganze Zeit jetzt nicht bei Kupfer, sondern bei Dings. Ach. Hier bei Eisen. Erz. War ich die ganze Zeit jetzt im Kopf. Deswegen bin ich jetzt... Ach ja, ich bin nicht... Ja. Ich sollte einfach nur still sein. Ja, macht nichts. Dann werden wir jetzt trotzdem einfach mal hier ordentlich sammeln. Ist hier zufällig in der Nähe irgendwas? Wenn wir schon mal hier sind? Oh, hier. Ganz nah.